Ich grüße euch. Ich wollte noch ein Video machen heute zu Masters of the Universe Top Deal des Tages. Und zwar diesmal der Talent Fighter, nicht dieser hier. Ich hatte nur gemacht als Deko, weil ich jetzt keinen Talent Fighter habe, sondern der Talent Fighter aus der Masters of the Universe Kids Reihe, sage ich mal dazu. Ist diese Kinderserie von Netflix, die gemacht worden ist, wo ein bisschen kurios ist, wo Ram-Man plötzlich weiblich geworden ist, wo Sorceress die Hautfarbe geändert hat. Das ist irgendwie sehr kurios, die Serie ein bisschen, wie die Charakteren aussehen. Das ist sehr gewöhnungsdürftig. Ich habe die Folge mal geschaut, habe nach 10 Minuten oder waren es 8 Minuten ausgemacht, weil ich so geschockt gewesen bin. Ich habe diesen Quinger gehört. Quinger hat die Stimme von Dori hieß, Nemo hieß der genau. Dieser kleine Fischstimme, gab so eine Kinderstimme, gab grauenhaft die Serie, finde ich. Ist Geschmackssache, ich finde die Serie ist rein für Kinder gemacht. Kinder, die sagen wir mal so irgendwie so Teletubby-Alters haben. Also Teletubbies-Vergleich, irgendwie die Serie gucken, aber nicht wahrnehmen, was da passiert, weil das Verblödung der Menschen ist in meinen Augen. Also diese Masters of the Universe Kids-Reihe, finde ich jetzt. Ist Ansichtssache, aber man kann ja die Figuren, also die Fahrzeuge auch, vor allem die Fahrzeuge, kann man ja kombinieren mit den Origins, weil der Maßstab der Figuren ungefähr gleich ist. Deswegen haben die jetzt, habe ich ein Angebot gefunden für euch, den Talent Fighter aus dieser Kids-Serie für 7,32 €. Das ist ein sehr guter Preis. Das Ding hat, glaube ich, damals über 30 Euro bei Smith Toys gekostet, wo er neu rausgekommen ist. Er sieht ein bisschen, ich habe den Link reingepackt in der Beschreibung, muss ich beschreiben. Er sieht ein bisschen fremdartig aus, ein bisschen so schillernd, durchsichtig, gelb und so ein bisschen. Wie gesagt, ich habe überlegt, den auch zu kaufen, aber mir ist der ein bisschen zu Science-Fiction abgestresst, also abgedriftet, ein bisschen so zu weit optisch und fern von dem Masters of the Universe, von diesem Talent Fighter. Bei dieser Talent Fighter sieht der richtig schön aus. Ich bin froh, dass ich den habe. Als Kind nie gab es, ein Traum war geworden, sehr stabil, gefällt mir ausgesprochen gut. Und vor allem, man kann, seht ihr, da ist Prince Adam drin, vor allem finde ich gut, dieses Fahrzeug hat endlich mal Fenster, der Alter keine Fenster gehabt, also richtig so... Fenster. Das ist super genial. Antenne drauf gemacht. Das Fahrzeug finde ich super cool. Da kann man ja Zeitreise mitmachen. Irgendwie. Das war ja mit der Masters, mit der Man at Arms, damals der Talent Fighter und Point Red. Wie gesagt, das ist nicht der Talent Fighter, nur gemacht als Dekoration, weil ich keinen anderen Talent Fighter habe von diesen neuen. Aber wie gesagt, der Preis ist gut. Es gibt schon einige Fans, die auch das kombinieren wollen, wie vielleicht auch andere Sachen von den Kids-Serie haben und bei den Origins reingestellt haben, weil die Größe passt. Zum Beispiel das Carsten Grayskull. Das Grayskull finde ich auch interessant. Das kostet mittlerweile so 33, 35 Euro. Das hat ja früher mal 150 Euro gekostet. Reduziert worden. Ich finde das von dem Preis ganz gut. Es ist groß. Es sieht ein bisschen aus. Man könnte es als Festung von der Horde vielleicht nutzen, aber ich finde das irgendwie zu abgedriftet. Also das Carsten Grayskull finde ich diese komischen Kanonen, die sind so Kinderart gemacht, diese komischen links und rechts, diese Kanonen, das ist Kindergartenkram, gefällt mir gar nicht. Wie gesagt, die Effekte finde ich gut, Soundeffekte und Geräuscheffekte und das war es auch. Optisch ist das irgendwie kein Castle Grayskull, finde ich. Okay, was ein guter Effekt ist, noch wie die Brücke da ausfährt und so, das ist auch noch cool. Mit Schwertern stecke ich die Zugbrücke runter und klappt auf, das ist auch schön. Nur ich frage mich, warum die das nicht gemacht haben, einfach mal bei den Origins Castle Grayskull. Das wäre so cool gewesen, so eine Funktion gehabt. Ihr wisst ja, wie Castle Grayskull Origins aussieht. So eine Funktion, dass das Tor so selber automatisch so ganz nach so aufgeht. Das wäre super gewesen. Warum macht Mattel, sagen wir mal so, kann man es direkt aussprechen, warum scheut Mattel sich so gewaltig bei den Orange einfach mal ein bisschen Licht und Soundeffekte und Technik da reinzubauen? So ein bisschen FX-Effekte irgendwie, das so passiert und so. Das wäre schön gewesen. Oder so ein Dragonwalker rauskommt, der richtig schön fahren kann wie früher, eine Monsteroid-Spinne, die auch rumläuft. Das wäre so cool. Aber soweit ich weiß, hat Mattel ist ein bisschen komisch, kann man sagen. Das ist so, bei den 2000X haben sie auch bei den Castle Grayskull schöne Effekte reingemacht. Die Augen haben geleuchtet. Da kamen schon Lasereffekte bei gewesen. War auch schön gewesen, fand ich, das Castle Grayskull 2000X. Dass Mattel sich bei neuen Lines also nicht so scheut, da irgendwie Sound und Strom, Batterien reinzupacken, bei den neuen Sachen von Origins oder bei Classics sich nicht getraut hat. Zum Beispiel bei den 2000X hat es gegeben, Battle Armor Skeletor oder diese rote Rüstung hatte irgendwie von diesen Spinnen, das waren dieses Westenzeug, Ambrosia gegessen hat, wo er diese Rüstung hatte und so mit Soundeffekten oder He-Man, Battle Armor, 2000 mit Soundeffekten, Knopf dran, so, I have the power, ich habe die Kraft, sagt und so, das war schön gewesen. Ich würde mir wünschen, halt mal so ein, mein Traum wäre mal nochmal, dann Castle Grayskull Orange 2.0, das wäre hammermäßig, ein bisschen Effekte reinbauen, das gleiche nochmal, dann ein paar Soundeffekte reinbauen, perfekt. Und Action-Effekte auch noch reinbauen, den Tor und so, das wäre auch cool. Leuchtende Augen, das wäre hammermäßig.
Dann sage ich mal schönen Abend noch. Wie gesagt, könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Angebot gut findet. 7,32 Euro ist B-Ware. Ich finde es trotzdem günstig für ein Fahrzeug, das vorher über 30 Euro gekostet hat. Das ist günstig. Versandkosten schätze ich mal so 5 Euro, schätze ich mal. Kann man da mehrere Sachen bestellen, mehrere Sachen im Angebot. Für, wie gesagt, das macht so ein Schnäppchen, kann man sagen. Weil Schnäppchen hat der Angebot, paar Figurenmäßig vom Preis her, kann man mehrere Sachen bestellen, um Porto zu sparen. Wie gesagt, der Preis finde ich 7,32 Euro, kann man nicht meckern. Ist ein sehr guter Preis dafür. Dann sage ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao.